So sah das Xiaomi 11 Ultra im vergangenen Jahr aus. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie das Xiaomi 12 Ultra aussehen wird, welchen großen Fehler man bei diesem Smartphone korrigiert hat und wie viel es sehr wahrscheinlich kosten wird. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute nicht über das Xiaomi 11 Ultra, das im vergangenen Jahr das Top-Smartphone aus dem Hause Xiaomi gewesen ist, sondern über den Nachfolger, das Xiaomi 12 Ultra. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie dieses Smartphone aussieht, was man korrigiert hat, wie viel es kosten wird und einige Specs sind jetzt schon bekannt. Also Grund genug, sich das Smartphone einmal anzuschauen und ich würde einfach sagen, los geht's. Das Xiaomi 12 Ultra besitzt ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display. Genauer gesagt handelt es sich hier um ein LTPO-Display, das ermöglicht eine Bildwiederholrate von 120 Hz. HDR10 Plus haben wir mit dabei. Die Kanten sind leicht abgerundet, nicht zu extrem. Wir haben ein Ratio von 20 zu 9, was das Display angeht. Aber bei der Strahlkraft, da hat sich auch einiges getan, denn im Peak soll es hochgehen bis auf 1700 Nits. Und das ist verdammt viel, aber auch wirklich nur im höchsten Punkt. An der Stelle möchte ich noch kurz über die Abmaßungen sprechen, denn es ist logischerweise durch das kleinere Display insgesamt ein bisschen kleiner geworden, aber auch dicker. Schön zu sehen ist, dass sich beim Gewicht nichts getan hat, beziehungsweise man ist bei 234 Gramm geblieben. Weniger hätte ich mir hier an der Stelle aber ehrlich gesagt schon gewünscht. Schön ist zu sehen, dass wir auch hier den neuesten Prozessor bekommen, namentlich den Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Und damit gehört dieses Modell zu den ersten weltweit, das den neuen Prozessor aus dem Hause Qualcomm mit an Bord hat. Das ist ehrlich gesagt nichts Neues, denn Xiaomi ist aufgetaucht in der Liste der Hersteller, die den neuen Prozessor verbaut haben werden. Und das Interessante an diesem Smartphone ist nun einmal das Design auf der Rückseite. Der Kamerabump ist rund gehalten und auch das haben wir ehrlich gesagt schon in vielen Cases vorher gesehen. Also wir wussten, in welche Richtung das geht. Beim Kamera-Setup wird sich aber wohl gar nicht so viel getan haben. Ich möchte vorab aber noch mal kurz über den Bump sprechen, denn der ist rund und er sticht extrem weit aus dem Gehäuse raus, so wie ihr es hier nochmal auf den Bildern erkennen könnt. Wir haben jetzt die Kooperation mit Leica. Die hat man von Huawei weggeschnappt und damit verspricht man sich natürlich extrem viel, auch wenn es in erster Linie mal um das Prestige geht, das hinter so einer Kooperation steckt. Und ich habe über einen großen Fehler gesprochen, den man von dem 11er Modell korrigiert hat, denn wir haben kein Display auf der Rückseite. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt das sehr gut, denn der Nutzen im Alltag war gar nicht zu hoch. Und das habe ich auch damals schon in meinem Review gesagt, auch wenn es irgendwie cool gewesen ist. Wie gesagt, man hat es nicht wirklich so genutzt. Wir haben auf der Rückseite dann extrem viele Kameras verbaut. Insgesamt sind es bis zu 7 inklusive Sensoren, die wir hier am Start haben. Die neue Sony IMX989 werden wir mit dabei haben. Also da haben wir eine Top-Hauptkamera. Es handelt sich hier um eine 50-Megapixel-Kamera. Dazu nochmal zwei 48-Megapixel-Kameras. Den Surge C2-Prozessor sollen wir hier auch mit dabei haben, was dann nochmal ein großer Pluspunkt für die Bildbearbeitung ist. Auch wenn sich bei den Sensoren wohl gar nicht so viel getan hat, bleibt man zum Beispiel beim 120-fachen Zoom. Das finde ich, muss man auch, denn Samsung hat das beispielsweise auch im S22 Ultra und wenn man ein Ultra-Modell hat, dann sollte das definitiv mit an Bord sein. Auf der Front finden wir übrigens mittig in Form eines Punchholes eingelassen eine 20-Megapixel-Kamera. Jetzt werden viele von euch sagen, oh, das klingt irgendwie nicht so gut, aber das Schöne daran ist, man möchte beim Zoom draufgelegt haben. Das bedeutet, der Zoom in der Selfie-Cam ist noch mal besser geworden und das könnte für viele Selfie-Enthusiasten da draußen wirklich schön sein. Auch wenn rund um das Thema Charging und Akkugröße noch nicht so viel bekannt ist, dürfen wir uns auf mindestens 120 Watt freuen. Auch das ist der Standard mittlerweile bei Xiaomi bei vielen Geräten. Auf der Rückseite, da habt ihr, wie im vergangenen Jahr auch, die Möglichkeit Keramik auszuwählen oder nehmt das vegane Leder. Und apropos veganes Leder, das ist eine Top-Überleitung, das Vivo X80 Pro. Das habe ich hier auf meinem YouTube-Kanal schon mal getestet und das hat eine orangene vegane Lederversion und die ist echt der Hammer. Und das ist für mich das zurzeit beste Smartphone auf dem Markt. Falls ihr euch da sichern möchtet, checkt das gerne mal unten in der Videobeschreibung ab oder schaut euch gerne mal ein Review dazu an. Und falls ihr Lust habt auf das Xiaomi 11 Ultra, dann findet ihr auch das extrem günstig. Also schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Und über den Preis habe ich ja auch schon gesprochen eben. Und man geht davon aus, dass wir 1350 Dollar für das neue 12 Ultra Modell zahlen sollen. Und das finde ich auf der einen Seite extrem viel, reizt sich aber
aber in das ein, was wir auch bei anderen Smartphone-Herstellern für das Beste vom Besten nun mal zahlen müssen. Sprechen wir über das Design, das haben wir getan, über den Preis und man hat den Fehler mit dem Display auf der Rückseite korrigiert. Jetzt seid ihr aber gefragt, wie steht ihr zu diesem Modell? Gefällt euch das 12 Ultra? Findet ihr, es ist gelungen oder sagt ihr, es ist nur eine minimale Weiterentwicklung und es tritt genau das ein, was ich auch schon so oft in meinen Videos sage? Wir sind an einem so hohen Punkt angekommen, dass wir gar nicht wirklich mehr liefern können. Ich bin gespannt, wie ihr zu diesem Smartphone steht. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und wie immer gilt, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.